Kann ich mitleben. Wuhu, neue Bestzeit, jawohl. Das trotz schon ein bisschen Abnutzung. Das Gute ist, die müssen auch noch Massa überholen. Massa, wie auch immer. Geil! Massa bekommt eine blaue Flagge, lässt aber Hamilton und Vettel beide nicht vorbei. Weiter so, Massa! Ach, das schaffen wir locker mit diesen Prozenten. Geil! Er hält die beiden auf, er hält die beiden auf, la 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 la. Gefällt mir. Okay, nee, jetzt nicht mehr. Beide haben geholt. Und da mache ich erstmal einen Fehler. Das kann nicht wahr sein. Ah, darauf wird erstmal einen Fehler machen. War so klar. So, okay. Sieben beziehungsweise acht Sekunden sind es. Komm bitte nicht wieder im Safety Car. Das ist sonst echt ärgerlich. Virtuelles Safety Car. Das kann nicht wahr sein! Raikön! Geil, ich kann nicht schneller fahren. Aber das ist das virtuelle Safety Car. Das ist nicht das Safety Car. Ist das nicht ein Unterschied? War das nicht so? Boah, komm, ey, sowas regt mich ja jetzt schon wieder auf. Mann. Ah, gut. Ja. Was? Hey, ich fahr doch dann langsam. Willst du mich verarschen? Durchfahrtsstrafe, das heißt, ich muss einmal... Du hast eine Durchfahrtsstrafe. Oh, was heißt denn das? Ich muss einmal in die Box und wieder raus, oder was? Boah, komm, leck mich! Wow, ich werde nicht Erster. Das steht jetzt schon fest. Ich werde nicht so viel Zeit rausholen können, um... Wow. Boah, was ein Scheiß. Ich bin sofort angehalten, als ich da das Rote gesehen habe. Also das kann ich beim besten Willen jetzt nicht nachvollziehen. Jetzt hätte ich gern irgendwie so ein Hack-Mode an, dass ich jetzt plötzlich auf einmal 30 Sekunden vorne bin und das mit Ultralichtgeschwindigkeit... Mann! Okay, da stand ich aber auch, ich habe drei Runden Zeit. Ich werde jetzt einfach nochmal richtig gut fahren. Und versuchen... ein bisschen Zeit rauszuholen, weil Podium ist nicht drin. Podium ist beim besten Willen nicht drinne.
Wow. Also was regt mich ja jetzt schon wieder auf? Den Radardaten nach wird der starke Regen eine Weile anhalten. Sind da alle echt eng beieinander? 2, 3, 4, 5. Ja, ich weiß. Ich werde jetzt noch eine Runde fahren. Die nächste Runde werde ich fahren. Und dann fahre ich in die Box. Für meine Durchfahrtsstrafe. Boah, das ist echt scheiße. Elf Sekunden habe ich, okay. 11 Sekunden ist schon mal gar nicht so schlecht. Weil der fährt ja automatisch. Der fährt da mit 70 km/h, 60, 70, 80. Das in Berechnung dürfte ich als 8. rauskommen und vielleicht noch 6. werden. Vielleicht. Auf der Langgeraden stelle ich auf jeden Fall auf Mager um. Ab da. Muss halt echt gut Zeit rausfahren. Gut Zeit rausfahren. Vielleicht schaffe ich es sogar noch 5. zu werden. So, auf 2 und 3 ist es ein bisschen nur. Aber dahinter habe ich schon, ist schon eine etwas größere Lücke. Wo ich da aber auch gerade eine blaue Flagge sehe. So, Motor mal ein bisschen runterstellen. So, und jetzt tritt ich meine Durchfahrtsstrafe an. Ja, tritt Strafe. Das ist deine letzte Chance, die Strafe anzutreten. Komm diese Runde an die Box oder wir werden disqualifiziert. Ja. I know, I know, I know. Was ein Scheiß einfach nur. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. So. Komm schon, bitte! Bitte, 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 bitte! Oh, komm schon, bitte Dritter, bitte Dritter, bitte Dritter! Ja, Dritter, ja! Komm, fahr raus, Junge! Ocon! Komm schon! Jawoll! Okay. Ohne Witz, 3 ist vollkommen zufriedenstellend. Wäre die Lücke nicht gewesen, wäre ich als 6. oder so rausgekommen. Ja, aber Platz 1 und 2 AD, schade. Ich war erster Mann. Und dann nur durch so einen Scheiß. Mann. Aber vielleicht hauen die sich ja noch gegenseitig raus. Das ist jetzt so ein bisschen meine Hoffnung. Aber ein Ferrari oder Mercedes, die lassen sich das eigentlich nicht nehmen. Erstmal besser fahren als Ricciardo. Und da habe ich auch schon mal wieder ein gutes Polster drauf. Und ich hole auch schon wieder auf meine hier vor mir ein. Das gefällt mir doch. Okay. Ich hole ein bisschen auf. Hamilton vor dir. Sein Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Regenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,6.
Ich kann wieder Zweiter werden. Wenn nicht sogar vielleicht noch Erster, aber... Mann, ey. Ich bin langsamer gewesen. Und nur weil ich dann eine Sekunde irgendwie verstehen geblieben bin, um da mein gutes Delta zu haben. Durchfahrtsstrafe. Geil. Rennen total versaut. Warum fahre ich beste Sektorzeiten? Das ist das, was ich nicht verstehe. Fahre ich echt so gut? Hamill ist direkt vor mir. Ich habe den gleichen Abstand zu ihnen etwa wie er zu Vettel. Soll ich versuchen, gleich in der letzten Kurve da innen zu überholen, obwohl ich komme nicht ran. Oder? Komme ich gleich dran? Ah, die letzte Runde steht an. Das wird eigentlich nur der dritte Platz. Und der erste ist so drin gewesen, Mann. Das war regelkonform. Ich lasse ihm auch Platz, aber er lässt mich überholen. War alles regelkonform. Okay, jetzt... Ich muss fett fahren. Ich muss fett fahren. Das ist nur eine Sekunde auf Vettel. Alter. Das ist doch ein spannenderes Finale als in Australien. Und das bei Regen. Komm schon, Vettel. Ich will dich. Ich will deinen Arsch. Sorry. Komm schon. Alter, bin ich da an Vettel dran? Obwohl, ich glaube, ich habe einen Plan. Ich weiß, was ich mache. Vielleicht wisst ihr auch, was ich vorhab. Du gehörst mir. Komm schon, bitte, 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 bitte. Ja! Ja, Mann! Oh, ho! Karierte Flagge! Yes! Du hast das Rennen gewonnen. Ja, Mann! Oh, Mama, ey. Doch noch auf den ersten Platz zurückgekämpft. Boah. Großartige Leistung von Force India. Was für ein überzeugender Sieg. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrern zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Dieses Hülkenberg Siebter. Man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft. Oh Junge, oh. Alter. Sie sind auf dem Weg zur Siegerehrung. Force India hat es in der Formel 1 wirklich weit gebracht. Heute sind sie nach diesem außergewöhnlichen Rennen die verdienten Sieger. Jawohl! Esteban Ocon. Boah, was ein Hammerrennen. Was ein Rennen.
doch nur was ein Rennen, ey. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Julian Palmer hat das Feld heute wirklich ordentlich aufgemischt. Also hat er meine Chance. Das war's beim heutigen. Alter, 0,3. Verabschieden uns. Bis 13. Ja. Ocon, Sieger, wir haben gewonnen. Echt stark, aber so ein Finale zum Schluss. Habe ich irgendwo Strafen gesehen? Nein. Da ist es aus. Zweiter ist Vettel, dritter Hamilton, vierter Bottas, dann Ricciardo, Verstappen, Hülkenberg, Grosjean, Palmer, Sainz und nicht in den Punkten Alonso, Kürt, Magnussen, Eriksen, oh, Stroll, Van Dorn, Wehrlein, Felipe Massa, Raikön und Perez raus. Perez, du Lappen! So, Rennleitung. Ja, Durchfahrt, aber... Boah, Junge, ey. Und Rangliste, wie sieht's denn da aus? Da sind wir punktgleich mit Sebastian Vettel, ey. Nice. Fazendia bleibt aber weiterhin Dritter. Mercedes ist aber ein Zweiter. Erster jetzt. Okay, interessant. Ah, weil Raikön weiter unten steht. Hat ja auch im ersten Rennen nicht so ab aufgeblüht. Ich glaube, da ist er ja auch so um den 8. Platz geworden. Oder warte mal. 43. Ja. Bin ich sogar ja rausgeflogen. Oh. Also. Das war's mit dem großen Preis von China. Nächste Woche kommt Bahrain. Ich muss erst mal überlegen. Bahrain kommt nächste Woche. Könnt ihr euch drauf freuen? Ist sogar mit einem meiner Lieblingsstrecken, muss ich mal zugeben. Habe ich aber, glaube ich, auch schon im ersten Video überhaupt gesagt. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, insgesamt mit dieser Facecam, wie sie aufgebaut ist, jetzt neu. Und insgesamt Formel 1. Like das Video, teilt es mit euren Freunden. Zeigt mir, wie sehr ihr dieses Projekt mit mir feiert. Und ja, wir sehen uns dann in einer Woche. Ihr wisst, wie die Videos aufgeteilt werden. Qualifying und eine Runde zum Training mit dem Setup zusammen. Und dann wird das Rennen in zwei Parts aufgesplittet. Bis zum nächsten Donnerstag. Liebe Formel 1 und Fußballfreunde, haut rein. Und tschüss.